In der Frühphase der 60er Jahre wurden die Grundlagen der Technik für das Internet vom amerikanischen Militär entwickelt. In den 70er Jahren wuchs das Internet durch den Wechsel von der militärischen zur akademischen Forschung, wodurch sich ein Netz aus vier Großrechnern an verschiedenen Universitäten in Amerika bildete. 1971 bestand das Netz aus 14 Knoten und wuchs jeden Monat um einen. Dieses Netz breitete sich auf Unis in Europa aus und langsam starteten größere Projekte, bis der erste Satellit zur Ermöglichung der Kommunikation zwischen verschiedenen Kontinenten ins Weltall gesendet wurde. Im Jahr 1990 beschloss die US-amerikanische National Science Foundation, das Internet für kommerzielle Zwecke nutzbar zu machen, wodurch es über Universitäten hinaus öffentlich zugänglich wurde.